Wenn man zu den Heuziehern und Landschaftspflegern gehören will, sollte man früh aufstehen. Wir vom Bitztal TV haben das Vergnügen, Toni Eiter, ein Bitztaler Urgestein, und seine fleißige Mannschaft beim Heuziehen zu begleiten. Ich fahre mit dem Auto zu sehen, bis es ein Berg aus dem Futter kriegt. Hier, Lein, jetzt werden sie mir dann oben schon Milch geben. Wartet, Lein. Der Banditen. Meinen Sie, man soll es doch springen. Da haben wir ja auch das Berg, was ich letzten Sommer angemacht habe, zu Tal bringen für die Schafe. Die Kochhütte, da tun wir uns jetzt nachher die Rippen, auch wenn wir, dass unsere Rippen auch wieder warm wären. Der Toni praktiziert die Arbeitsschritte noch immer so, wie er sie von seinem Vater gelernt hat. Ebenfalls benutzt er die Stricke und Haken, welche noch aus Hanf und Lindenholz gemacht sind. 40 Jahre am Stadl. Hey Toni! Schnell gekommen, ne? Ja, das ist ja schnell gewachsen. Den hast du wenig getan. Ja. Du hast zwar rausgeringt. Mein Vater hat damals gesagt, weil ich gesagt habe, dass viel Haarkämmen wie Dortmund, hat er gesagt, alle inwendig haben recht, der schuld und auswendig auch nicht. Das ist halt so echt, oder? Das ist das Beste. Du hast voran, er voran. Ich hinten nach und er ist mit dem Zogen gekocht. Wo es abgegangen ist, haben wir es duschen gelassen. Und sind schon mal so alle Zierchen wieder, weißt du? So, Nathalie. Brav, seid ihr gewusst, gedacht, haben sie es gemacht, gell? Alles klar, Toni. Ja, Toni. Zahlen tue ich nicht, kommt unter jeder, von mehr als am Alphonsel. Berghaar mitnehmen. Dann kriegt jeder ein Bild, dann resitiert. Das wird schon besser. Aber nicht viel, ist leichter am Gesicht. Das ist ja voll dabei. Also. Wenn Sie sich wundern, ob der Toni seine lange Hose zu Hause vergessen hat, nein, das ist sein Markenzeichen, welches er als seinen Jungbrunnen bezeichnet. Wichtig ist auch, dass man alle die Kurve ausfährt, wo eine Kurve ist, oder? Dass die hinten noch Möglichkeit haben, kannst du nicht Kurve schneiden mit den Birteln. Genauso wie mit den Auto, nicht, oder? Weil jetzt fangen die letzten nach überlaufen. Ich muss selber im Ries drin bleiben, im Haarries. Ich kann es selbst bestätigen, weil ich das Vergnügen hatte, auf den Ballen ins Tal zu fahren. Es war eine Fetzengaudi. Ich möchte mich bei den Heuziehern aus Larch für den schönen Tag bedanken.
Ich hoffe, der Toni Eiter wird in den nächsten Jahren seiner Leidenschaft zum Naturschutz treu bleiben und das Heuziehen und Mähen der Bergwiesen den nächsten Generationen weitergeben. So ging es also echt nicht, wie es gesagt haben, gell? Oh, hopp! Tür in dir drein, geht nichts verloren. Als überlebt, ja. Pilot. Halt super, oder? Kannst du jetzt in Zukunft daheim immer so holen? Nein, selber nicht. Und du, Madame? Gut. Ah ja, geht schon. Was? Das bringt mir Freude auf. Dann vergisst du den Schmerz. Genau, ein Biertel. Ist das, was wir jetzt da haben? Genau, zum Bunden. Haarballen ist ein Biertel. Das heißt man Biertel. Oben die Hitlern sagt zu den Das sind die Biller. Die Biller? Ja. Das kommt von wo? Kommt das von Biller? Frisch, fröhlich, Biller, Supermarkt? Ja, nein. Ein Bill heißt man das, du hast ein kleines Haarstadler, wir sagen ein Bill. Ein Bill. Ein Bill. Ist so entstanden einfach. Ja,